wie gesagt, ich begrüße Sie zur heutigen Pressekonferenz des Spiels ERC Sonthofen gegen die Tölzer Löwen. Rechts von mir heute der Trainer der Tölzer Löwen, Axel Kämmerer. Herzlich willkommen im Oberallgäu. Und links Heiko Vogler, unser sportlicher Leiter. Bevor beide Trainer nach dem heutigen Spiel zu Wort kommen, gebe ich, wie gehabt, die Endergebnisse des heutigen Spieltages bekannt. Landshut verliert im Penaltyschießen 1:2 gegen Waldkraiburg. Schönheide unterliegt Deckendorf mit 1:5. Höchstadt-Peiting 2:4. Lindau gewinnt gegen Weiden mit 6:5. Die Selber Wölfe schlagen Regensburg mit 4:2. Und der ERC Sonthofen schlägt die Tölzer Löwen mit 4:2. Ich glaube, das ist für Sonthofen heute ein ganz, ganz wichtiges Spiel gewesen und auch ein Spiel für den Kopf. Ja, Herr Kämmerer, wir haben zweimal in Tölz gespielt und haben zweimal, ich muss es sagen, brutale Klatschen gekriegt, dass es mir wehgetan hat, persönlich. Und heute sah es nach dem ersten Drittel genauso aus und dann ist der ERC in, ich glaube, 3:09 zurückgekommen. Und was sagen Sie zum heutigen Spiel? Guten Abend, gratuliere zum Sieg. Aus unserer Sicht natürlich schwer, das zu analysieren. Wir haben im ersten Drittel hervorragend gespielt. Das war eine Top-Leistung, was wir im ersten Drittel abgeliefert haben. Haben sehr gut gespielt, sehr flüssig gespielt. Und auch verdient, glaube ich, 2:0 geführt. Und dann im zweiten Drittel haben wir erstmal mit Geschenken Sonthofen auf 2:2 herankommen lassen. Dann hat natürlich auch der Schiedsrichter seinen großen Auftritt gehabt. Und Sonthofen hat natürlich dann bei 2x5 gegen 3 Situationen das auch genutzt. Das waren zwei super Tore, da gibt es nichts zu sagen. Und danach ist das ganze Selbstvertrauen für sie gekommen und die haben dann auch gut verteidigt. Und es war dann schwer, letztendlich das nochmal zu drehen. Der Wille war zwar da, aber wir haben es halt eigentlich heute unnötigerweise aus der Hand gegeben, also weil wir eigentlich ganz gut begonnen haben und eigentlich ganz gut drauf waren und das ist eigentlich eine sehr ärgerliche Niederlage für uns heute. Ja, danke, Herr Kämmerer. Heiko, Peiting, letztes Drittel, 3:0 gewonnen, ein ganz wichtiger Punkt geholt und kurz vor Schluss dann eben, wie gesagt, leider verloren dann und den Zusatzpunkt nicht gewonnen und heute sind wir in das Spiel gestartet, wie der Herr Kämmerer gerade schon sagte, mit einem keiner guten Leistung im ersten Drittel und dann hat die Mannschaft im zweiten Drittel ihr Potenzial gezeigt. Was ist dein Statement zum heutigen Tage, zum heutigen Spiel? Also erstmal durchschnaufe, ja. Erstmal schönen guten Abend an alle. Ja, der Axel hat es gesagt, Tölz war im ersten Drittel einfach die spielbestimmende Mannschaft. Wir haben einfach, glaube ich, noch diese zwei Niederlagen im Kopf gehabt. Haben da zu viel Respekt gehabt, haben die Laufbereitschaft, was wir am Freitag an den Tag gelegt haben, nicht so umgesetzt. Ja, dann steht es dann gleich 2:0. Dann in der Drittelpause haben wir dann gesagt, wir müssen einfach wieder mehr Laufbereitschaft an den Tag legen, auch mit unserem Körper ein bisschen präsenter vorangehen. Dann hatten wir da den Ausgleich erzielt. Dann war das Spiel eigentlich ein offener Schlagabtausch. Dann kam die doppelte Überzahl für uns, 5-3. Da haben wir dann beim ersten Mal 5:3 hat es geklappt. Dann haben wir dann eine Auszeit nochmal, weil wir ja nochmal eine 5-3-Situation hatte, um einfach da nochmal die Top-Reihe ein bisschen durchatmen lassen zu können. Und Gott sei Dank hat es dann noch funktioniert. Dann im dritten Drittel hat Tölz enorm Druck gemacht. Ja. Die haben versucht, irgendwie an den Anschlusstreffer zu kommen mit aus 4:3. Wir haben da wirklich uns haarsträubend dagegen gewehrt. Ich muss auch heute sagen, Henne war auch wieder heute bockstark für uns. Aber letzten Endes, er weiß nicht der Matchwinner, sondern die ganze Mannschaft. Herr Kämmerer, unsere Ziele liegen weit auseinander. Ihr seid natürlich, gehört zu den Top-Teams, muss man ganz offensichtlich sagen, verdientermaßen auch. Ihr spielt ein tolles Eis. Welches Ziel habt ihr denn jetzt eigentlich? Ihr seid ganz oben drin. Ist das Ziel Aufstieg für Tölz eine Sache, die im Fokus ist? Oder heißt das nur, wir wollen wirklich eine gute Runde spielen, eine gute Saison spielen und dann schauen wir mal, was kommt? Sie müssen ehrlich sagen, dass wir das nächste Spiel gewinnen, das ist das Ziel. Ich mach's. Das ist Linda, das versuchen wir da zu gewinnen. Ansonsten, ich sage immer, der Weg ist das Ziel bei uns letztendlich. Wir haben schon eine junge Truppe und wir entwickeln uns. Also wir sind auf einem ganz guten Weg, wir machen überwiegend gute Spiele. Es war ja heute eigentlich nicht alles schlecht, das darf man ja nicht sagen. Also wir haben wirklich im ersten Drittel fast schon eigentlich recht viel besser können wir gar nicht spielen. Wir haben souverän die Scheibe laufen lassen, haben wirklich viele Torschancen rausgespielt. Wir haben vielleicht eher ein bisschen zu leichtfertig dann auch vergeben.
Aber trotzdem, ich habe jetzt kein so direktes Ziel, weil die Liga natürlich enorm stark ist und es gibt ja Mannschaften, die haben natürlich auch einen enormen Kader. Und für uns ist es einfach wichtig, dass wir uns von Monat zu Monat weiterentwickeln. Und eigentlich, wir wollen natürlich schon. Das ist die Presse, die machen mir. Eure sind die Schlimmsten. Die Erwartung sagt mir, Tölz ist einfach so, was ich will. Wir sind Gefangenen von unserer Tradition. Und, wir wollen den Ball flach halten. Das müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen, weil ich will jetzt der Mannschaft keinen Druck da irgendwo machen. Kann ich auch verstehen, das ist auch vollkommen richtig so. Schritt für Schritt. Und bei uns ist es so, wir müssen Schritt für Schritt aus der Talsohle raus, aus dem wir uns befinden, das ist überhaupt kein Thema. Und jeder Schritt ist da ein ganz wichtiger, was der Heiko vorhin gesagt hat. Heiko, ich will auch jetzt nicht mehr dich groß zu Wort kommen lassen. Ich gebe jetzt nur noch zwei Sachen bekannt. Als Pressesprecher des ERC Sonthofen. Der Verein oder die Vereinsführung ist zu dem Entschluss gekommen, dass der Heiko Vogler weiterhin das Amt des Trainers ausführen wird. Das hätten wir auch gesagt, wenn wir heute verloren hätten, weil wir an ihn glauben und weil wir an das System glauben. Und der Chris Denli wird als Co-Trainer ihn unterstützen bei seiner Arbeit. Weiterhin ist der ERC Sonthofen auf der Suche nach einem Torwart, denn die Gespräche mit dem ESV Kaufbeuren haben leider nicht dazu geführt, dass wir den Henne für uns gewinnen konnten. Und ich muss auch ganz offen ehrlich sagen, wir müssen da auch Kaufbeuren verstehen. Ich hätte das als Vorstandsmitglied auch nicht zugelassen, dass in der Saison der zweite Mann geht und wenn sich der erste Torwart verletzt, der Stefan Feiß, dann ist es dann Kaufbeuren im Schlamassel steht. Wir suchen einen Torwart, wir brauchen unbedingt einen Torwart, der uns dann weiterhilft, weil Henne hat klasse gespielt, der ist als Förderlizenzspieler bei uns lizenziert, aber wenn sich der Feiß bei Kaufbeuren verletzt, haben wir ein Riesenproblem. Denn Jenny Haas fällt für unbestimmte Zeit aus aufgrund einer Gehirnerschütterung. Also wir sind dort in Gespräche mit Torhüter, ja. Das ist alles auch Formsache, ja. Die sind an den Vertrag gebunden. Wir haben jetzt morgen und am Dienstagmorgen treffen wir uns mit zwei Vereinen und schauen mal, dass wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen und wir werden in Kürze ihren Torhüter präsentieren. Wenn keine Fragen mehr sind, wünsche ich unseren Gästen nach Tölz eine gute Heimreise. Wir sehen uns nochmal hier. Alles Gute. Und Heiko, dir viel Erfolg auf dem weiteren Weg und uns. Das nächste Spiel ist am Freitag gegen Weiden. Da haben wir was gut zu machen. Weiden liegt uns eigentlich und wir haben dort unglücklich verloren und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf geht's, bringt heute mit ins Stadion. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Schönen Abend.